herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von FIFA 21 Trainerkarriere mit FC Schalke 04. Und ja, Marc, ich wollte einfach mal hier noch so nehmen, gucken, was noch so bei der Stammspielerqualität ist, weil guten, richtigen Stürmer. Schon ein bisschen Erfahrung, wie zum Beispiel Kunto Ekambi. Nur ist dann ein bisschen weniger wert. Nein, vielleicht ein Player. Geh auch. Abends mal gucken. Ne? Irgendwie sowas brauche ich. Oder Kansi. Kenne ich noch von Rom? Hat er mal bei Rom gespielt? Irgendwo kenne ich den ja. Und ja, aber erstmal geht's heute gegen eine Mannschaft. Ich weiß noch gar nicht gegen wen. Dann mal gucken. In Freiburg. Okay, das machbare Gegner sein, es sei denn um in der Tabelle. 13. Das sollten wir schaffen. Stambi wird nicht spielen, weil ich setze gar nicht mehr auf. Ja, ich nehme einfach trotzdem. Du bekommst deine Chance, obwohl du sie gar nicht bekommst. gehen wir mal ins Spiel rein. Oder warte mal, gegen wen spielen wir denn danach? Vielleicht können wir dann das simulieren. Da müssen wir das definitiv simulieren. Weil dann können wir das Bayern-Spiel dann spielen. Wen spielen lassen. Mehr willst du denn nicht. Kranberg. Mal so lassen. Hiermit. Lassen wir das mal so. Ich hoffe, wir gewinnen. Wir machen eine schnelle Simulation. Let's go. Scheiße. 2-1 verloren. Kübler. Dann Pacencia. Und Bryant. Ach, das gibt's nicht. Wir sind voll in der Negativserie. Das ist nicht gut. So, was werden kürzlich über mein Gehalt geredet werden? Ganz vergessen, sorry. Ja, dann machen wir das jetzt. Ich bin ja kein Freund des Eigenlobs, aber ich bin mir sicher, ich hätte gegen Freiburg auf. Das war eine schwere Entscheidung. So, wir besuchen uns jetzt erstmal was das jetzt Gehalt. Ja, wow. Wird er mich verarschen? Ich werde dich nicht verkaufen. Digga. Ach, Mann, ach, Mann. Naja. Sind weiterhin Achter. Ja, sind leider gestellt. Aber so kommen wir nicht voran. Monatsbericht Jugendmannschaft. Man muss jetzt mal, danke für das Gespräch, Boss. Es tut mir leid, dass ich dir so hart das sagen muss. Aber ich sehe leider keine Zukunft. Ja, bei diesen Fragen. Ihr macht es mir einfach keinen Spaß mehr. Wir brauchen dich. Beigabe Suppe für Pop.
Okay. Ja, komm. Würde ich nicht ziehen lassen. Ich wieder. Plus gemacht. Da macht es sich auch gut. Ich höre mal hoch. So. Boah, sie haben hier ganz gut. Heilig steht auch kurz davor. Ich weiß halt nicht, ob du noch einen Ersatz brauchst und dann eine. Nur welche einfach. Vielleicht ein Salif. Salif, genau, ist auch eine Option. Wir brauchen ein großes Potenzial. Ja, muss mal schauen. Münzen ausleihen. Ich würde den nämlich gerne mal ausleihen. Ja, die wirklich meinten können wir eigentlich wegpacken. Jede Weg auch. Ja, tatsächlich. Habe ich ausleihen. Ich würde ihn aber gerne mit Kaufoption ausleihen. Leider zum Kauf. Das ist gut für die. 2 Jahre. Potzler. Nein, da machen wir ein Jahr. Scheiß kurz. Komm, mach mal. Freigabe so 20 Millionen. Machen wir 20 Millionen. Komm, 1 Million. So. Okay. Aber ich denke dann schon jetzt nicht, dass Salisu will nicht. Müssen wir gucken, es wird schwierig mit dem Geld. Ne? Abgelehnt. Oh. Dann halt nicht. So. Dann ist jetzt Bayern dran. Das müssten wir spielen. Lass das jetzt spielen für Kabak. Mal echt, ich würde mal spielen. Muss ja jetzt hier mal ein bisschen rotieren. Nein. Ja, auch mal ein bisschen rotieren. Mein Deal kommt mal Kramberg für Prell. Und ein Matondo kann auch mal spielen. So. Jetzt haben wir ein bisschen rotiert. Jetzt los geht's. Ja, es kommt der E-Training, von daher ist das jetzt auch nicht so tragisch. Punkte Schuss. Das, ach man, 2500. Das sind 2500. 1000. Let's go. Heute könnte uns hier ein echtes Highlight ins Haus stehen. Es ist ein Duell, wie es spannender kaum sein könnte. Gleich geht's hier los mit Bayern München
gegen Schalke 04. Gutes Fußballwetter haben wir hier. Sie sehen es. Willkommen zu dieser Partie heute Abend. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich bin Wolf Fuß. Ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Bayern München gegen Schalke 04. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Das wird ein großartiges Duell zwischen diesen beiden. Alles ist angerichtet für ein Fußballfest. Ich glaube, das wird ein wirklicher Leckerbissen. Ist ja auch kein Wunder, wenn sich diese Offensivkräfte gegenüberstehen. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Niklas Süle spielt gemeinsam mit Lucas Hernandez in der Abwehr. Leon Goretzka steht gemeinsam mit Joshua Kimmich auf den zentralen Positionen. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. S04 gehört zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga, aber für einen Titel hat es bisher nie gereicht, Buschi. Nee, alle sieben Meisterschaften datieren aus der Zeit von vor 1963. Verständlich also, dass die Sehnsucht der Fans hier nach einem Titel riesengroß ist. Für sie ist Schalke alles. Gnabry. Gnabry im Ballbesitz. Der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil für die Münchner. Lewandowski. Ah, da passt er nicht auf, nicht gut verteidigt. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Geht ja schon gut los. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Hamza Mendil. Das könnte gefährlich werden. Stark gearbeitet hier. Er verteidigt aber auch gut. Gnabry. Die hat es jetzt schwierig mit Gnabry. Das ist Lewandowski. Macht er gut. Ja, schade. Kimmich. Goretzka. Das ist immer noch Goretzka. Komm mal. Sieht gefährlich aus. Der Angriff könnte was werden. Ja, schön geklärt erstmal. Die Gefahr bereinigt. Gnabry! Nee, den Ball trifft er nicht. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Hereingabe in die Mitte. Wichtig, dass er da klärt. Das war jetzt vielleicht ein Konter. Boah, es kommt niemand mit. So. Schalke jetzt über außen. Ah, das könnte es sein! Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Ganz stark abgeblockt. Ganz stark abgeblockt. Wieder einmal. Er ist heute Elfer. Fast der Ausgleich. Da muss der Keeper schon alles aufbieten, um die knappe Führung zu verteidigen. Aber es riecht nach Tor. Da spielt er den Ball zu Lewandowski. Erstmal rausgefaustet. Serge Gnabry. Joshua Kimmich hat den Ball. Leon Goretzka. Das setzt er sich gut durch. Die Defensive steht.
Okay, puh. Müller am Ball. Ja, klasse Pass. Jetzt die Bayern im Angriff. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Und jetzt Müller. Müller, das muss es doch sein. Er kommt noch an den Ball. Kurze Ecke. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Ecke wird kurz ausgeführt. Jetzt kann da was entstehen. Guck mal. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Pass auf die Außenbahn. Und jetzt haben sie den Ball. Komm doch nicht durch. Kimmich. Müller am Ball. Thomas Müller. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Gut reagiert. Der weicht der Grätsche aus. Was für eine Parade! Mit einem Hechtschwung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechter Klassekeeper. Da ist die Hereingabe. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Schuss kommt nicht durch. Und gleich der nächste Eckschuss hinterher. Ecke kommt kurz. Schöne Flanke. Tondo, jetzt kann er spielen. Da war klar, wo man fast keiner war. Komm mal vorbei. In den letzten Minuten dominieren die Gastgeber hier eindeutig, was die Ballbesitzstatistik angeht. Und die Chancen haben sie auch. Wenn sie jetzt noch das Tor machen, dann gehen sie hier wohl einem sicheren Sieg entgegen. Dani da Costa. Jetzt könnte es gefährlich werden. Könnte der Ausgleich sein. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Kurz vor dem Pausenpfiff fällt doch noch das Tor. Es ist der Ausgleich, ein wichtiger Treffer. Psychologisch vor allem. Sie haben ja den Ausgleich geschafft. 1-1. Nachspielzeit, eine Minute. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles. Ja, machen wir ein Spiel. Bestens dank der Post, aber wir spielen einfach mal so weiter. Und jetzt geht's hier los. Mit Durchgang 2. Die Schalker mit dem Anstoß. Coman. Alfonso Davis. Coman. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Das macht er gut. Komm mal. Und jetzt Müller. Super durchgesetzt. Müller! Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerfen. Jetzt liegt Schalke 04 hinten.
Goretzka. Gnabry im Ballbesitz. Lewandowski. Kimmich jetzt. Müller. Gefährlich jetzt. Er geht ganz noch die Chance da. Dieses Mal trifft er nicht. Er wird es verschmerzen können. Doppelpack hat er schon. Und wenn es so weitergeht, macht er auch noch sein drittes. Dani da Costa. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Als nächstes kommt eine Aufgabe in der UEFA Champions League für Bayern München. Dann geht es auswärts gegen Atletico Madrid. Und das klingt natürlich nach einer sehr interessanten Partie. Gute Chance! So, jetzt bin ich wieder da. Da haben Sie gut aufgepasst. Aber ich jetzt schon auf 61? Ja. Sie müssen aufpassen. Ganz wichtig, dass Sie da zur Stelle sind. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Kommt Zerra nicht dran. Den Ball hat er. Ganz souverän. Leider. Abseits. Absolut klare Entscheidung. Der Trainer dürfte zufrieden sein. Sie liegen vorne. Mit dem Wechsel will er nun sicher auch für Absicherung sorgen. Lewandowski. Am Ball Sané. Goretzka. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Leroy Sané. Der Ball für Goretzka. Mit dem Pass suchen sie Lewandowski. So, die Bayern machen das Tor und gehen damit mit 2-3 von den Führung. Gerade willst du das Tor verhindern? Das ist ein klasse Kopfball. Macht nach der Flanke alles richtig. Genauso muss er den Ball treffen. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Sie gehen hier dazwischen, holen sich den Ball. Schöne Aktion. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Müller kommt. Thomas Müller jetzt. Da der Platz, jetzt die Flanke. Er versucht mit der Grätsche, das ist natürlich gefährlich. Goretzka. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Leon Goretzka. Die Gelegenheit. Macht ihn! Ja, er macht ihn! Ja, das ist schon bitter, in der Situation den Ball zu verlieren. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Das wird ausgenutzt und es fällt das Tor. Darf nicht sein. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Bayern München mit dem Ball gewinnen. Goretzka. Pass auf die Außenbahn. Ball ist bei Goretzka. Jetzt Thomas Müller. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzuwehren. Und das gibt schon wieder Ecke. Ecke kommt in den 16er. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Da ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. So, 4-1 steht es hier, kurz vor Spielende, ziemlich klare Angelegenheit. Wer ist der nächste Gegner, Muschi? Der Gegner in der kommenden Partie für die Münchner, er heißt Atletico Madrid. Heute haben sie alles... Und der Pass, super Kopfball! Seine Kopfbälle sind natürlich gefürchtet und da sehen wir wieder mal warum. Technisch ist das perfekt. Das gibt's ja. Wie
Vorteil. Und mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier weiter. Jetzt ist es natürlich leichter so zu sagen, aber den Spielverlauf hatten wir so erwartet. Ja, bei dir, ganz ehrlich, es gibt natürlich immer wieder mal Überraschungen im Fußball, aber an einem normalen Feld stärkere Team, und das zeigen sie heute. So, und da wollen sie jetzt natürlich auch ein klein wenig auf Zeit spielen, das ist unübersehbar und das ist schon ein wenig frustrierend für den Gegner. Ball läuft gut, sehen wir ja auch, und das ist ja immer wieder der Fall heute. Ja, machen sie klasse, ist ganz sicher eine ihrer großen Stärken. Sané. Wir hören den Schlusspfiff. Für die Gäste ist es heute also Dani da Costa. Jetzt könnte es gefährlich werden. Weiter. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Ich war klar. Und davon erholen wir uns wieder. Das letzte Tor von Bayern München war einfach besser. So. Die Leistung von Lewandowski, der Grund, warum sie. Er ist ein guter Spieler. Vielen Dank für diese. Oh, bittere Niederlage. Sind trotzdem noch 23. Ja. Weiter vor bis links. Aber ich würde dann allerdings auch sagen, ich bin jetzt 10. Boah. Ja, das ist schon krass. Nur, ne? Auch wenig. Aber ich würde dann trotzdem. Das war's mit dem Video. In der nächsten Folge und so müssen wir einfach. Es geht nicht anders. Plan. Ja, Wolfsburg liegt noch. Eigentlich spielen genauso wie Hoffenheim. Köln könnten wir mal auslassen. Es ist ganz schön viel. Ist dann so noch alles steht. Aber das ist erstmal bis zur nächsten Folge. Ich würde jetzt trotzdem sagen, das war's mit dem Code ablösen. 10 Millionen. Höchste Siegtreiber gegen die Ruhe. Und wir sind hier jetzt in Bayern 5-1. 80er für Bundesliga. Perfekt. 30 Tore. Ja, gut, ne? Aber. Ich bezahlte ab bis 14 Millionen und 10 Millionen. Ich sag nichts dazu. Naja, ich glaube, Wolfsburg. Also, mal, ja, easy. Ja. Auf jeden Fall, ich würde jetzt sagen, das war's jetzt mit dem Video. Ich danke mich fürs Zuschauen und dann würde ich das Video nicht anschauen und sage tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.